Oh Mann, Schildkrötengang. Ich hatte gerade so einen gruseligen Traum. Mein ganzes Haus war einfach rot. Wartet mal. Oh nein, Freunde, das war gar kein Traum. Wartet mal, was ist bitte mit meinem Haus passiert? Wieso ist hier alles rot? Oh nein. Das ist doch einfach Billys Pupsi-Farbe. Oh nein. Ach so, Freunde, ich weiß es, wie ihr sicherlich wisst, Freunde. Die ganzen Fanmädchen, Mann, die machen mir doch mein Leben zur Hölle, Mann. Die machen es mir so schwierig. Erst heute, Freunde. Ich habe einfach einen Brief bekommen. Warte, ich zeige euch ihn ganz schnell. Hier vorne ist er, Freunde. Schaut euch das mal an. Brief an Orksui, den King. Das bin ganz gleich. Und jetzt schaut euch mal, was hier drin steht. Lieber Orksui, hier sind deine Fanmädchen. Wir wollen mit dir eine Strandparty und Poolparty machen und Spiele spielen. LG-Fanmädchen, wir lieben dich. Ah, Freunde, was steht da bitte? Oh Mann, Leute, und das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Ihr wisst doch, die sind total gruselig. Und deswegen habe ich mir einfach dieses komische rote Haus hier gekauft. Das sieht echt nicht wirklich schön aus, wenn ich ehrlich bin. Und bin einfach hier irgendwo ins Nirgendwo gezogen. Denn ich werde niemals mit ihnen eine Poolparty machen, ganz ehrlich. Oh Mann, Freunde, und der Brief kann auch weg. Warte mal, hier gibt es ja noch eine zweite Seite. Oh nein. PS, wenn du nicht kommst, dann töten wir dich. Was? Oh nein, Freunde. Okay, ich glaube, ich habe mir anders überlegt. Na los, dann los, ganz schnell das Buch wieder hier rein. Freunde, für so einen Notfall habe ich auch schon etwas vorbereitet. Na los, hier oben ist TNT und ein wenig, ja, ein bisschen Feuerzeug. Na los, Freunde, für diesen Notfall habe ich schon ein bisschen TNT vorbereitet, damit ich auch meine ganzen Beweise vernichte, dass ich hier in diesem Haus war. Na los, weg mit diesem roten Haus. Okay, Freunde, na los, ich muss ganz schnell zur Poolparty. Ich meine, ich glaube, die meinten, dass sie bei Billy sind oder so. Na los, ganz schnell hin da. Oh Mann, Freunde, ich habe echt schon ein bisschen Angst. Okay, na los, Freunde, ich bin direkt auf mein Fahrrad gestiegen und jetzt wieder direkt hingefahren. Ich habe echt Angst. Ich meine, die sind bei Billy zu Hause oder so, meinte, oder bei Willi. Ich weiß nicht, das war wieder ein kleiner Bruder. Egal, ganz schnell hin da. Oh Mann, da sind die ja schon. Okay, Fanmädchen, also ihr wollt mit mir eine Poolparty machen, richtig? Auf jeden Fall. Okay, hört mir mal zu. Wir machen das Ganze aber nach meinen Regeln. Ja, ihr baut keinen Mist und ich bin mit Willi an meiner Seite. Alles klar? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Oh, wow, mega, mega cool. Okay, Willi, ich habe echt ein bisschen Angst, wirklich. Die einfach vom 1-Meter-Turm springen, das würde sich niemals trauen. Warte mal, echt? Oh, wow, du hast eine Idee. Okay, ich würde sagen, Oxina, komm mal mit. Du wirst heute vom 3-Meter-Brett springen, hm? Oh, wow, ich werde alles für dich tun, Oxy. Warte mal, wirklich? Du willst das einfach tun? Okay, Oxy, dann bin ich echt mal gespannt. Na los, Leute, komm hoch, wir schauen direkt. Okay, auf 3 geht's los. 1, 2, 3, jetzt spring schon und mein schon. Wow. Oh Mann, Oxy, da ist alles gut bei dir, hm? Das hat mega Spaß gemacht. Oh wow, wie cool ist das bitte? Okay, ich muss ehrlich sagen, die Frage war eigentlich ganz einfach. Na los, Leute, alle zurück zu den Matten. Los, 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 die Aufgabe war eigentlich ganz einfach. Na gut, Oxy, du darfst jetzt jemanden aussuchen, aber du darfst nicht mich aussuchen, denn ich war schon, na gut. Ja, ich hätte zwar gerne wieder dich genommen, aber dann nehme ich halt... Mal schauen, wie sie jetzt dran nimmt. Alena. Und, Alena, oh wow, okay. Hey, Alena, jetzt bist du dran. Ich glaube, ich nehme Pflicht. Ist mal Pflicht, dein Ernst? Oh Mann, Leute, ihr seid echt alle ganz schön mutig. Also, Oxina, was ist deine Aufgabe an Alena? Oh, ich habe mich schon so gefreut, dass du Pflicht nimmst. Du springst jetzt vom 5-Meter-Turm. Warte mal, sie muss jetzt vom 5-Meter-Turm springen? Oh nein, das glaube ich jetzt nicht wirklich. 5 Meter ist ja eine andere Hausnummer. Ich hab voll Angst. Warte mal. Oh, Mann. Na gut, Leute, lasst uns eine Bestrafung einführen, wenn man die Aufgabe nicht machen will, okay? Okay, aber was sollen wir dann nehmen? Was wäre eine gute Bestrafung? Ich würde sagen, derjenige, der die Aufgabe nicht schafft, muss für 24 Stunden, Der muss für 24 Stunden darf er nur Zahnpasta essen. Warte mal, 24 Stunden lang darf er nur Zahnpasta essen? Oh Mann, Willi, das ist eine gute Idee. Okay, so machen wir es, Leute, okay? Also, okay. Alena, bist du ganz sicher, dass du die Aufgabe ablehnen willst? Ganz genau, Alena. Willst du vom 5-Meter-Brett springen oder nimmst du die Zahnpasta? Dann springe ich lieber vom 5 Meter. Okay, na los, hey. Alena, jetzt geh schon ran. Ich bin echt mal gespannt. Ja, okay, warte mal, das sind 5 Meter. Oh, wow, Alena, das wird echt gefährlich. Das ist rot, das weißt du schon, oder? Das ist oh Mann, na los, du schaffst das. Los, auf 3, Leute. Okay. 1, 2, 3 und ich hab die Oh Mann, Alena, ist total rot. Gefallen. Habt ihr das gesehen, Leute? Warte mal. Oh nein, Leute. Ich bin ja auch. Tschüss mit dir. Autsch, Mann. Tschüss. Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Oh Mann, das war voll hoch.
Oh ja, ich glaube, das war auch gerade Karma, oder? Nicht, dass ich runtergefallen bin. Oh Mann, ey. Und zack, direkt hier hoch. Na gut, weiter geht's, Leute. Bap, bap, bap. Also, ich würde sagen, lass bitte die arme Kuh in Ruhe. Okay, Alina hat ihre Aufgabe gemacht. Jetzt bist du dran, Alina. Leute, was habt ihr mit der Kuh gemacht? Hey. Entschuldige, aber ich hatte echt Hunger. Ich glaube, ich nehme Willi. Diesmal nehme ich Wahrheit. Okay. Oh, wow, er hat Wahrheit genommen. Okay, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Warte mal, hast du letztens in der Stadt Pupsi gemacht? Du meinst das am Gehwegrand neulich? Oh ja, ganz genau, da am Gehwegrand war ganz viel Pupsi. Warst du das, Billy? Ich meine, Willi, das frage ich mich auch schon total lange. Du hast es eigentlich schon erfasst. Es war wirklich Billy, ich schwör das. Warte mal, Billy war das? Im Ernst? Ja, das hat er gemacht, bevor er zum Urlaub war, weil er war schon auf dem Weg zum Bus. Und er wollte nicht nochmal nach Hause laufen. Oh Mann, was ist nur mit Billy los? Das ist echt ein bisschen eklig. Okay, na gut. Dankeschön, dass du uns die Wahrheit gesagt hast, Willi. Oh Mann, er hat einfach seinen großen Bruder verpetzt. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich langsam auch einmal Pupsi machen. Warte mal, was? Willi, Foxy, du bist doch gerade dran. Ich soll weitermachen. Oh nein, Willi, jetzt warte doch mal. Du kannst mich doch nicht wieder mit denen alleine lassen. Okay, hallo Fanmädchen, alles gut bei euch? Hört mal zu, Alina. Ich weiß echt nicht, was halt mit dir los ist, aber die anderen zwei sind ein bisschen ballerballer. Auf dich kann ich zählen, oder nicht? Ja, das kannst du auf jeden Fall. Auf mich kannst du zählen, aber natürlich bin ich auch ein bisschen dein Fangirl. Warte mal, du bist auch ein bisschen mein Fangirl? Okay, Alina, ganz ruhig jetzt. Okay, Leute, ich würde sagen, Wahrheit oder Pflicht. Ich nehme eine Aufgabe an euch alle drei. Warte mal, an uns alle drei? Oh ja, ganz genau. Also, was nehmt ihr? Wahrheit oder Pflicht? Leute, was wollen wir nehmen? Lass mich nicht nehmen. Wir lieben ihn doch. Dann können wir irgendwas Schönes mit ihm machen. Ja, stimmt. Oh ja, das ist eine Pflicht? Sehr, sehr gute Idee. Oh nein, daran habe ich nicht gedacht. Also, ihr nehmt Pflicht, oder was? Ja. Okay, Leute, hört mir zu. Was könnte ich machen? Ich habe eine Idee, wie ich mir ein bisschen Zeit verschaffen könnte, bis, Willi wieder da ist. Okay, hört mal zu, Leute. Also, meine Aufgabe für euch ist es, ihr müsst jetzt 100 Mal auf dem Trampolin springen. Oh ja, das ist ja mega, mega cool. Oh, das findest du so echt Freunde. Cool. Oh Mann, Leute, das ist ein Trick von mir, denn danach sind die total erschöpft und können nicht mehr. Oh wow, ich glaub's nicht. Oh, wow, schau mal, wie hoch die springen. 4. 7. Okay, sehr gut, 9, Freunde. Während die 10, abgelenkt sind, würde ich sagen, 11, kann ich hier direkt an die Kiste 12, gehen. Und 13. Wow, schaut euch mal dieses leckere Essen an hier, Freunde. Die sind gerade abgelenkt. Ich nehme mir einfach mal ein bisschen was und gönne mir das. Ich habe auch langsam echt Hunger. Na los, hier noch was zum Trinken. Und wow, schaut euch das mal an. Wir haben sogar Kuchen. Oh wow, okay. Freunde, das ist echt eine gute Aufgabe von mir gewesen. Ich gönne mir jetzt alles, während die dort einfach Sport machen müssen. Nam, nam, nam. Oh Mann, schmeckt das lecker. Warte mal, Oxy, isst du da uns alles weg? Nein, ich esse nicht alles gut. Oh, nam, 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 nam. Oh, Mann, das schmeckt echt so lecker. Ich habe Essen gehört. Hallo. Oh, warte mal, oh nein, stell das Essen nicht stecken vor, weil Willi kommt. Los, los, los. Okay, Willi, alles gut. Wir haben kein Essen, nur eine leere Flasche. Wieso ist die Flasche denn leer? Ich habe die doch vorhin noch voll gesehen. Ach so, egal. Okay, Leute, ich würde sagen, ihr habt die Aufgabe direkt sehr gut gestanden. Oh nein, Leute, ihr wisst genau, was das heißt. Die drei Fanmädchen dürfen jetzt mir eine Aufgabe stellen. Was nimmst du? Wahrheit oder Pflicht? Okay, hört mal zu, Leute. Ich nehme Wahrheit, okay? Nein, nimm bitte Pflicht. Ach, wie lahm von dir, Pflicht, ja. Pflicht. Okay, ich nehme halt Pflicht. Na gut, ich nehme Pflicht, Alina. Okay, dann würden wir sagen, du ziehst dich jetzt nackt aus. Warte mal, was? Ausziehen, bis ich nackig bin? Nein, 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 das kann ich doch nicht machen. Dein Ernst, Alina? Was redest du bitte? Wir sind doch deine Fangirls. Warte mal, was? Oh Mann, Willi, hast du das gehört? Was ist nun los mit denen? Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu viel. Oh ja, das wird echt ein bisschen zu gruselig, Leute. Muss ich das echt machen, Oder du musst halt 24 Stunden nur Zahnpasta essen. Okay, okay, hört mir zu. Aber nur das Oberteil, ja? Ich darf meine Badehose anlassen. Okay, wir sind gerade sowieso beim Strand. Okay, dann machen wir das so. Oh Mann, okay, keiner darf gucken. Oh Mann, Leute, das ist doch nicht deren Ernst. Und zack, zack, zack. Oxy, bist du endlich fertig? Ja, ich bin fertig. Oh Mann, Leute, ich schäme mich echt ein bisschen. Naja, egal. Okay, ich habe mich umgezogen und jetzt lass mich bitte in Ruhe, ja? Ich darf jetzt eine Aufgabe stellen. Warte mal, Oxy, du bist ja voll sportlich. Oh, danke schön. Wow. Okay, Leute, alles gut. Na gut, ich würde sagen, ich darf jetzt eine Aufgabe stellen, richtig? Was hast du gerade in der Hand, Oxy, ne? Nein, ich hatte nichts in der Hand. Oh, okay. Warte mal, Lili, du hast gerade auch irgendwas in der Hand, oder nicht? Nein, 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 ich hatte nichts in der Hand. Okay, na gut, ganz ruhig jetzt, Leute. Alina, du hast aber was in der Hand. Ich hab's gerade ganz genau gesehen.
Nein, ich hatte gar nichts in der Hand. Warte mal, Willi, dein Ernst? Niemand hat was in der Hand. Leute, was ist los mit euch? Wieso habt ihr die ganze Zeit sowas in der Hand? Was ist denn los mit euch allen? Du bildest dir das ein. Niemand hat was in der Hand. Okay, ganz ruhig. Na gut, ich würde sagen, ich bin jetzt wieder dran. Ja, Wahrheit oder Pflicht, weil ihr mir gerade alle sowas von auf die Nerven geht, würde ich sagen, kommt mal mit, Leute. Wir machen jetzt ein extrem cooles Bootrennen. Schaut euch das mal an, Leute. Ich habe hier schon einige Boote vorbereitet. Wow, die Boote sind ja voll cool. Ja. Und ich würde sagen, wir machen ein Bootrennen. Okay, Leute, auf drei geht's los. Drei geht's los und der Gewinner darf mit Oxy kuscheln. Warte mal, was? Das stimmt doch gar nicht. Naja, egal. Okay, Leute, ich würde sagen, man muss einmal dort vorne um die Insel fahren, die hier rechts ist, und dann muss man zurück zum Strand. Okay, auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Los geht es. Okay, Freunde, schreibt alle jetzt Hashtag OrcArmy und ein Like da lassen. Na los, Freunde. Und ja, ich bin gerade Erster. Nein, Lilly ist Erster. Na los. Ich muss unbedingt Lilly aufholen. Lilly, schau mal, ich bin hinter dir. Schau mal. Okay, sehr gut. Sie dreht sich um. Und wow, sehr gut, Freunde. Okay. Na los. Ich würde sagen, man muss drei Runden fahren, Leute. Drei Runden. Okay. Oh, wow, Leute. Ich bin gerade einfach ganz vorne. Wow, wie cool ist das bitte? Wow, ich gewinne gerade. Warte mal, was? Oh, du hast echt gut aufgeholt. Oh, Mann. Warte mal. Willi ist gerade ganz vorne. Dein Ernst, Willi, Bro? Kuscheln mit Oxy kann man nicht schlagen. Oh Mann. Warte mal, was, Willi? Oh, Mann. Was ist bitte los mit dir, Leute? Da war gerade einfach irgendwie so ein Tentakel oder so. Was habt ihr jetzt gerade gesehen? Warte mal, ich bin fast am Strand. Oh, nein, wartet. Ich bin jetzt bei meiner dritten Runde und ich bin durch mit der dritten Runde. Na los, schnell zum Strand. Und auf drei geht's los. 1, 2, 3 und boom. Ich bin als erstes beim Steg angekommen. Lilly, du warst an der falschen Stelle. Hier vorne war die richtige Stelle. Oh, wow, du bist so gut. Wow, danke schön. Ich hab gewonnen, oder nicht, Leute? Aber warte mal, ich war doch zuerst am Strand. Warte mal, Alina, du warst schon da. Oh, wow, das habe ich gar nicht gewusst. Tut mir leid. Alles gut, aber jetzt darf ich doch mit dir kuscheln. Warte mal, kuscheln? Alina, dein Ernst, du machst Spaß, oder? Nein, ich möchte mit dir kuscheln. Jetzt komm schon her. Okay, ich gehe mal kurz zu Alina, Leute. Okay, Oxy, nachdem du jetzt gerade dein Bootrennen veranstaltet hast, würde ich sagen, ich bin jetzt dran. Und ich stelle euch allen zusammen eine Aufgabe. Okay, mach das ruhig, Willi. Also Wahrheit oder Pflicht, was sollen wir nehmen? Na, eigentlich ist das ja eure Entscheidung, aber ganz wenn du mich genau so fragst, dann nehmt ihr Pflicht. Wirklich? Okay, Leute, wir nehmen Pflicht. Dann würde ich sagen, wir wollen noch ein Spiel spielen. Warte mal, ein Spiel spielen? Wie wäre es mit Suchen und Verstecken? Suchen und Verstecken. Wow, das ist eine total gute Idee, oder nicht, Leute? Ich meine, da können wir extrem coole Sachen machen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ciao. Leute, ich würde sagen, der Letzte, der da vorne bei der Mühle ist, muss suchen. Warte mal, der Letzte bei der Mühle ist? Oh nein, Leute. Nein. Wartet doch bitte auf mich. Oh Mann, Freunde, das ist unfair. Ihr hattet alle einen Vorteil. Na los, Freunde, ich muss wenigstens Lilly aufholen. Lilly, bitte wartet doch. Nein. Und zack. Ich und Lilly waren irgendwie gleichzeitig, Leute. Okay, müssen dann beide suchen. Warte mal, ich und Lilly müssen suchen. Okay, damit bin ich einverstanden. Ich und Lilly suchen euch drei, alles klar? Okay, das machen wir so. Okay, auf drei geht's los. 1, 2, 3. Los geht es. 1, 2. Na los, ich guck ein bisschen, Lilly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eckstein. Jeder muss versteckt sein. Okay, hört zu, Lilly. Die sind jetzt alle versteckt, richtig? Ja, danke, Oxy, dass wir suchen dürfen. Du bist so schön. Okay, alles klar. Na gut, Lilly, hör mal zu. Du gehst hier rechts lang und ich gehe hier links lang. Alles klar? Ja, okay. Okay, sehr gut, Freunde. Ich würde sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall alle finden. Und da vorne sehe ich schon einige. Mal schauen, ob ich irgendjemanden finden werde. Mal schauen, wo ihr versteckt seid, Leute. Oh Mann, ey, Freunde, ich glaub's nicht. Ich sehe irgendwie niemanden. Seht ihr irgendjemanden? Ich habe echt absolut keine Ahnung, wo die sich versteckt haben. Oh Mann, Lilly, was machen wir denn jetzt bitte? Ich hab noch niemanden gefunden. Oh Mann, ich habe auch noch niemanden gefunden. Oh, warte mal, siehst du das? Da oben sind irgendwelche pinken Füße. Oh, wow, siehst du das? Vielleicht ist das ja Alena, oder? Ja, das kann voll gut sein. Okay, aber sie hat sich da oben versteckt. Wie sollen wir sie runterbekommen? Ich habe eine gute Idee, Lilly. Check mal das ab. Ja. Freunde, ich habe zum Glück noch ein wenig Dynamit dabei. Damit können wir sie einfach runterstoßen. Oh, Oxy, du bist so schlau. Stimmt. Okay, ich würde sagen, auf drei geht's los. 1, 2, 3, halt Abstand und los geht's. Hallo, Alena, was geht ab? Alles klar. Aua. Ich hab dich gefunden. Warte mal, du hast geschummelt. Warte mal, wieso geschummelt? Ich hab deine Füße gesehen, hab mir dann dieses Dynamit genommen und einfach so geworfen.
Oh wow, Oxy, du hast mich wirklich gefunden. Dann geh ich schon mal zum Strand. Oh Mann, Alina, du brauchst doch nicht traurig sein, wirklich. Oh Mann, arme Alina. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir suchen direkt weiter. Lilly, geh du in die andere Richtung. Ich werde hier vorne noch ein bisschen suchen. Na los, wo sind die alle versteckt? Vielleicht ist ja irgendjemand in diesem Haus hier drin. Bap, bap, bap. Und hallo, ist hier jemand? Nee, hier ist echt absolut keiner. Oder vielleicht ja hier irgendwo. Leute, wo seid ihr? Oh Mann, gerade sehe ich niemanden. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein. Wo haben die sich bitte alle versteckt? Obwohl, warte mal, Lilly, darf man sich etwa auch in Häusern verstecken? Hast du das gerade gehört? Oh, ich glaube, da drin ist irgendjemand versteckt. Oh ja, das glaube ich auch. Okay, Lilly, sei ganz leise. Na los, auf drei geht's los. Ja. 1, 2, 3 und los geht's. Mal schauen, wo hier irgendwo eine Person versteckt ist. Oh Mann, Lilly, wo sind die bitte versteckt? Ja, weiß ich auch nicht. Oh Mann, das Melonen? Kann doch echt nicht sein. Bei den Melonen nicht. Oh Mann, vielleicht hier irgendwo bei den Heulbeinen. Sag hier hinten irgendwo nicht. Hier ist auch absolut nichts. Oh Mann, was soll das bitte, Lilly? Warte mal, das glaube ich nicht. Siehst du die Krone von Willi? Oh ja, die sehe ich auch. Oh ja, ganz genau. Ich glaube, das ist Willi. Na los, warte mal. Lass mir dir auch einen kleinen Streich spielen. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Willi, bist du da drinnen? Vielleicht sag schon, ob du da drinnen bist. Nein, bin ich nicht. Ach, Mann, Entschuldigung, Willi. Oh Mann, tut mir leid, Willi. Aber du respawnst hier noch Mann, irgendwo, Mann, oder was nicht? Was sollte das, Oxy? Entschuldigung, Willi, aber ich hab dich gefunden. Tick, du bist dran. Ja, nee, ich bin ja kein Ticker. Ich glaube, es war gar nicht das so gute Versteck, weil mit meiner Heuallergie habe ich mich vielleicht ein bisschen verraten. Oh ja, das war echt kein gutes Versteck. Naja, ist nicht so schlimm, Willi. Hör zu, wenn du willst, kannst du uns helfen und einen kleinen Trick sagen. Und zwar, wo hat sich Oxina versteckt? Wenn du weißt, wo sie ist, dann darfst du dich doch mal verstecken. Nein, ich verrate nichts. Oh Mann, na gut, Willi. Okay, hör zu, Lilly. Wir müssen jetzt nur noch die gute alte Oxina finden. Wo könnte die sich verstecken? Oh nein, ich weiß es, Freunde. Sie ist bestimmt in meinem Haus. Na los, na los, na los, Freunde. Stellst du beim Haus? Oh nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Warte mal, was hat sie bitte mit meinem Haus gemacht? Wieso sind hier Bilder von meinen Augen und so? Warte mal, Oxina, was machst du bitte in meinem Haus hier drin? Du hast dich ja gar nicht versteckt. Schatzi, Pupsi, natürlich habe ich mich nicht versteckt. Ich habe nur auf dich gewartet. Du bist doch so auf süß. Auf mich gewartet? Oxina, was redest du bitte? Wir spielen doch gerade Suchen und Verstecken. Oxy, bitte komm her, Mann. Warte mal, nein, 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 lass mich in Frieden. Oh Mann, hör zu, ich habe Dynamit in der Hand. Ja, Oxina, lass mich ja in Frieden. Komm her. Oh nein, lass mich in Frieden. Oh nein, Mann, lass mich in Frieden. Oh Mann, Leute, okay, ich würde sagen, nachdem wir uns mal wieder alle beruhigt haben, warte mal, Puss Oxina, bitte. Ach, ich will es gar nicht wissen, Freunde. Ihr wisst gar nicht, was die gerade einfach gemacht hat. Was hat sie denn gemacht? Ach, nichts, nichts, nichts. Okay, Leute, ich würde sagen, ich bin jetzt dran und ich fordere euch alle zu einem Wettkampf heraus. Warte mal, ein Wettkampf? Oh ja, ganz genau, Leute. Schaut euch das mal an. Hier hinten habe ich extrem coole Schwerter mit Rüstungen gemacht. Und ich möchte gegen euch alle einen Kampf machen. Seid ihr ready? Ich nehme das mittlere. Okay, Leute, ich würde sagen, sucht euch alle ein Schwert raus und dann geht's auf drei direkt los. Willkommen in meiner riesigen Arena. Ich würde sagen, Leute, ihr wisst ja, dass ich sehr gerne Kämpfe mag. Ich würde sagen, wen nehme ich als allererstes dran? Ihr habt euch sehr gut schon ausgerüstet. Ene, mene, mu. Und dran bist du. Okay, Oxina, wir beide werden den ersten Kampf machen. Bist du schon gespannt? Mann, muss ich gegen dich kämpfen? Ich hab dich doch lieb. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Oh, doch musst du, Oxina. Na los, komm schon runter. Auf drei geht's los. 1, 2, 3 und los geht es. Komm her, Mann, Freunde, das Coole ist, ich habe einfach alle Schwerter. Das ist sowas von nice, Mann. Schaut euch das mal an. Ich kann sie jetzt einfach in Eis machen. Jetzt kann ich sie auftauen mit Feuer, Mann. Und jetzt kann ich einfach einen Blitz machen. Mann, das ist unfair. Oh, wow, wie cool ist das bitte? Zack, zack, zack. Und let's go, Mann, gleich habe ich dich. Wow. Oh, oh, Mann, das war's mit dir, Oxina. GG, let's go. Okay, das hat echt weh. Oh, Mann, Oxina, ich habe dich halt sowas von platt gemacht. Bam, bam, bam. Okay, Leute, wer will als nächstes gegen mich kämpfen, Ich kämpfe gegen dich. Warte mal, du, Lilly? Okay, na gut, komm direkt runter. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Und Freunde, diesmal werde ich ein extrem gutes TNT zünden. Schaut euch mal das jetzt an. Okay, ein bisschen Entdeckung. Na los, es muss unbedingt klappen. Und wow, habt ihr das gesehen? Und habt ihr es dir geschmeckt? Aua, Oxy, das war so stark. Warte mal, was? Naja, egal. Komm her mal, Lilly. Und zack, 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 Mann. Bap, bap, bap. Ey, ganz ehrlich. Bap, bap, bap. Oh, Mann, tut mir echt leid. Oh, Mann, ich bin sowas von gut, Freunde. Das war's mit dir, Lilly. Oh, das hat so weh. Aber du bist so stark. Tut mir echt leid. Okay, danke schön. Okay, Leute, wer ist der Nächste, der gegen mich fighten will,
Ich möchte, Oxy. Warte mal, du willst gegen mich kämpfen? Dein Ernst, Willi? Meinst du das gerade echt ernst, oder was? Aber du bist nicht der Einzige mit unfairen Waffen. Warte mal, was? Oh nein, was ist das bitte für ein Bogen? Nimm das mal ganz ehrlich. Nein, 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 Freunde. Komm her, Oxy. Mann, ey, dann los. Ich glaube, das wird jetzt echt schwierig. Oh nein, ich brenne. Oh Mann, Willi, das machst du echt schon sehr, sehr gut. Zack, zack, zack. Oh nein. Nimm das mal. Bam, bam, bam. Dann los, komm her, Mann. Ich werde dich sowas von kriegen. Okay, Leute, erstmal ein taktischer Rückzug. Zack, 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 zack. Nimm das, nimm das, nimm das. Okay, habe ich irgendwas zum Healen? Oh nein, ich habe leider nichts dabei. Warte mal ganz kurz, ich kann ihn eingehen. Und, warte mal, Willi, was machst du da? Was passiert hier? Oh Mann, Willi ist einfach ins Nässe reingegangen. Oh Mann, Willi, dein Ernst? Anderen hast du zwar besiegt, aber ich bin stärker. Warte mal, was? Oh nein, lass mich jetzt Frieden, Alena. Oh nein, oh nein, oh nein, Freunde. Nimm das, nimm das. Autsch, oh Mann, ich bin eingebrochen, Freunde. Oh nein, hör zu, Alena, können wir nicht vielleicht nochmal darüber reden? Hm? Nein, ich mach dich jetzt fertig. Oh nein, Mann. Aua. Los, nimm das, Mann. Zack, 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 zack. Oh Mann, ey, nimm das ganz ehrlich. Und bam, ey. Oh, autsch, 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 Freunde, das ist so ein krasser Kram. Oh, ah, zack, zack, zack. Und gleich hab ich dich, gleich hab ich dich. Boah, Freunde, zum Glück habe ich noch dieses Tentchen dabei. Seht ihr das? Okay, damit muss ich es schaffen. Hör zu, Alina. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und zack, zack, zack. Ich werde direkt das Tentchen zünden. Was machst du? Nein! Dann los, dann los. Das muss jetzt unbedingt klappen. Oh Mann, Leute, das wird jetzt eskalieren. Autsch. Oh, oh nein. Was ist denn jetzt bitte passiert? Tut mir echt leid, Leute. Ich glaube, das TNT war echt ein bisschen zu stark. Oh Mann, das wollte ich echt nicht, Leute. Oxy, der halbe Strand ist kaputt. Komm her, Mann. Oh Mann, Leute, ganz ruhig. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls euch gefallen hat, lasst unbedingt Like und Abo da. Autsch. Und jetzt sind hier noch weitere Videos eingeblendet. Drückt unbedingt drauf, denn die sind auch mega, mega cool geworden, Freunde. Komm her, Oxy. 3, 2, 1. Drückt auf die nächsten Videos. Los, 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 Freunde. Drückt schon drauf.